So, da sind wir wieder, um direkt die Fragestellung aufzulösen. Das war ein Duett zwischen Eric Fisch und Alexander Spreng, der Sänger von Asp. Der Song hieß Zaubererbruder und die haben beide mal darin ein Duett gemacht. Wer Asp nicht kennt, der muss sie nicht unbedingt kennen, aber wer damals in seiner Schulzeit gegebenenfalls Krabbert lesen durfte oder musste, je nachdem, dem empfehle ich zumindest das Album Krabbert Liederzyklus von Asp. Grandios. Grandios, und das Zaubererbruder-Ding ist ein Lied aus diesem Krabbert-Liederzyklus der Band Asp. Und ich muss sagen, ich habe das halt damals lesen müssen, ich fand das Buch aber auch gut. Und das ist ein richtig geiles Konzeptalbum. Ich war schon auf zwei Asp-Konzerten. Ich glaube, also in meinem zarten jugendlichen Alter von, 17 an bis, keine Ahnung, bis ich nicht mehr in Hamburg gewohnt habe, war ich immer, wenn die in Hamburg waren, auf einem Konzert von Asp und zweimal auf Wacken. Also ich war auf einigen Asp-Konzerten. Ich höre die gar nicht so aktiv, aber kann man sich durchaus gönnen. Ich finde, da sind ein paar gute Lieder dabei und die haben echt ein paar gute Tracks. Aber ich war immer schon mehr so, weiß ja, ich war immer so Samsas Traumkind. Und als Samsas Traumkind hat man immer gesagt, ach, der Asp-Mann, der macht die einfach nur nach. Ist halt Banane. Aber damals war man so, ne? So, wir gehen zurück und schnacken jetzt mal mit den Leuten hier. Alexander Spreng hat mal in meinem Stammclub aufgelegt. Irre. Hab Asp vor einiger Zeit entdeckt, bin da aber noch recht zwiegespalten, was das Interesse angeht. Ich, bei Asp ist es bei mir auch so, viele Tracks mag ich, viele ist so, nee. Also, insgesamt gesehen bin ich schon, finde ich die schon gut. Aber es ist jetzt nicht so wie Samsas Traum so. Das ist bei mir, ich habe das immer, ich habe halt früher sehr aktiv und sehr viel Samsas Traum gehört, mache ich heute immer noch. Und da wirkt das immer so ähnlich, aber halt irgendwie nicht so gut. Aber hat auch ein paar richtig gute Dinge, also so ist es nicht. Wir schnacken aber jetzt erstmal zurück zum Thema. Hier genug von Alexander Spreng. Ein sehr guter Name, finde ich, wie ich irgendwie noch finde. Aber Alexander Spreng und Alexander Kaschte. Zufall? Wer weiß. So, zurück zum Morris. Wir reden ihn jetzt auch erstmal auf dieses komische Ding an. Ja? Wo ist Morris? Ja, Morris! Sir. Was ist das hier für ein Apparat? Was können Sie mir dazu sagen? Mal sehen. Ein Stück hartes Gestein mit Symbolen drauf. Moin, Blackline. Sieht ziemlich alt aus. Mehr weiß ich nicht. Übrigens, wir hatten es ja letztes Mal, dass das ja die Stimme von Bud Spencer ist. Und gerade eben mit der jetzigen Betonung hat man es gehört. Sonst redet der nicht in diesem gleichen Bud Spencer-Sprachduktus-Betonungsgedönse, dass man es gar nicht so sehr merkt. Aber gerade eben, da passt es hundertprozentig. Hundertprozentig. Kannst du mir noch mehr über das Ding erzählen? Komm schon. Haben Sie so etwas irgendwo hier gesehen? Im Schloss vielleicht? Nein. Sehen Sie, ich gehe selten ins Haus. Madame Victoria will es nicht. Ja, die mag sie nicht so. Fällt Ihnen irgendjemand ein, der darüber etwas wissen könnte? Tja, es sieht alt aus. Vielleicht weiß dieser Blutsauger Murray etwas. Er kauft und verkauft Sachen, wissen Sie. Manchmal kommen Leute von weit her, um sich den Trödel in seinem Laden anzugucken. Weiß der Geier, woher er das alles bekommt. Danke. Ich werde ihn bestimmt aufsuchen. Kein Problem, Sir. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Ich hoffe doch. Also, wenn es nicht in Ordnung wäre, hätten wir beide echt ein Problem, ja? Echt ein Problem, mein Freund. Ich würde sagen, wir quatschen uns wieder durchs Haus, ja? Und wenn wir dann durch sind, mit allen einmal ganz kurz zu quatschen, versuchen wir mal einfach die Stadt zu gehen. Das wäre so mein nächstes Ding, einmal zu Murray und einmal gucken, ob wir mit dem reden können, nicht wahr? Der Doktor sagt uns ja nichts mehr. Wir können aber beim Koch. Der Koch hat uns. Also Beedis. Vielleicht weiß Beedis aber irgendwas über den. Naja, der weiß nichts über den Schein. Der Herr wollte wissen, was er weiß, und dieses Wissen bekam er. Ja, ich weiß nichts. Ich weiß wirklich nichts. Also, Sir, ich weiß nichts. Wir fragen nochmal eben Robert. Vielleicht weiß der noch irgendwas. Robert, Alter! Darf ich dich eine Sekunde stören? Ich Schon habe wieder? Ein paar Fragen. In Ordnung. Ich höre. Du warst sogar eben erst hier. Also, Film entwickeln. Was meinst du? Wo könnte ich das machen? Ja, Gothic 1, Untertitel. Danke für nichts, Xardas. Black Mirror 1, Untertitel. Danke für nichts, Morris. Ja. Aber Hashtag Real Talk. Ich habe so Gaudi momentan, wieder Gothic 1 zu spielen. Das ist unnormal. Wirklich. Ich habe so Bock drauf. Es ist so schlimm, dass ich jetzt immer eine Woche warten muss, bis wieder. Ich freue mich immer, das ist mein Highlight. Ja, Samstagmorgens, ich stehe auf, mache mir meinen Kaffee und dann setze ich mich vor den PC und dann wird Gothic gedattelt, meine 7 Folgen für die nächste Woche. Es ist so cool. Also, hätte ich nicht gedacht, dass mich das wieder so mitnimmt, aber es nimmt mich so mit, holt mich so wieder ab. Richtig geil.
Zurück zum Thema. Film entwickeln. Robert, weißt du, wo ich den Film entwickeln lassen kann, den du mir gegeben hast? Ich kenne nur Murray in Willow Creek. Okay. Ich gehe selbst zu ihm, wenn ich Bilder brauche. Er hat eine Dunkelkammer in seinem Leihhaus. Weißt du, wo das ist? Ja, nein. Ich erinnere mich an das Geschäft. Versuch's bei ihm. Dann sollte ich wohl dorthin gehen. Da hat er recht. Was meinst du, warum ich so weit voraus bin, Gothic? Ja, Falke, du musst dich mal ein bisschen zügeln. Das geht so nicht. Du kannst mich ja nicht komplett abhängen. Da hast du wieder vergessen, was du mir sagen musst. Aber auch jetzt mit dem Kampfsystem bis jetzt läuft es gut. Ich bin gespannt, ob es so weitergeht. Übrigens, Klugscheißer-Modus an. Die Synchro von Morris ist Joscha Fischer, oh Gott, Anze. Und das ist nicht Bud Spencer, sondern der Sprecher von Dagobert Duck. Der Synchronsprecher von Spencer war Wolfgang Hess. Falsch! Denn Bud Spencer hat mehrere Synchronsprecher im Deutschen. Bud Spencer wird in Deutschland nicht nur in den Filmen vom gleichen Sprecher gesprochen, sondern es gibt verschiedene. Ja, bin ich auch drauf reingefallen. Tja, Klugscheißer Moses, machst du mal ganz schnell wieder aus, mein Freund. Warum mag Victoria Morris nicht? Du meinst, warum kann sie ihn nicht ausstehen? Nun, vielleicht weil er so gewöhnlich ist. Aristokratische Voreingenommenheit. Du weißt, was ich meine. Ich persönlich halte nichts von diesem blaublütigen Unsinn. Aber Victoria ist da anderer Meinung. Aber der W., ich muss mich auf deine Seite schlagen. Wir zwei, unsere Lieblingsfilme mit Bud Spencer und Terence Hill, das sind alles die, wo der andere den gesprochen hat. Deswegen war ich auch erst verwirrt. Also muss mal gucken. Es gibt tatsächlich welche, wo der andere auch spricht. Aber es gibt keinen Zusammenhang zwischen Spencer und Fischer Atze. I'm not sure, aber wir sind uns ziemlich sicher. Wir haben es letztes Mal schon durchdiskutiert. Vertrau dem Chat, du warst doch dabei. Wie kannst du das vergessen haben? Was hast du? Warst du in deinem Gartenhaus? Sei ehrlich. Hast du wieder die Flasche von unten nach oben geholt und aufgeschraubt? Sei ehrlich. Ich rede mal noch über seinen Schlüssel. Ihr braucht ihn ja nicht mehr. Hier hast du deinen Schlüssel wieder, Robert. Ach, doch, oh, gefunden. Danke. Hast du das gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, habe ich. Filme. Ich werde jetzt gehen. In Ordnung, Samuel. Du kannst ruhig wiederkommen, wenn du etwas brauchst. Ich werde dein Tablett irgendwann rauskopfen. Ich habe bei mir auch momentan so einen, der... Also ohne Scheiß, das Zeug, das wirkt. Das wirkt Wunder. Da geht gar nichts mehr. So. Wir könnten jetzt nochmal zu Victoria gehen und uns entschuldigen. Ihr wisst ja, die Queen, die möchte umworben und entschuldigt werden und so. Das ist ein bisschen alt für uns mit umwerben, das lassen wir mal lieber. Gleich das nächste Lied für die Pause, werben. Wobei das Krabberlied ist cool. Insofern können wir das eigentlich auch wieder anmachen. Gemeinschaftsraum. Ich sollte mich entschuldigen. Auf geht's. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich mit dir über William geredet habe. Wo wir von ihm sprechen. Ich habe mal eine Frage. Mal gucken. Erstmal Tee. Ja, okay, war ich wieder bei. Und noch ein Stück, noch einen. Da ist doch 100 Pro, ist das ein Irish Coffee, den die da sich zu sich führt. Darf ich dich kurz sprechen, Victoria? Natürlich, Samuel. Hör zu. Ich wollte mich entschuldigen bei dir. Ich möchte mich entschuldigen für das, was ich vorhin gesagt habe. Ich war vielleicht auch vorschnell mit meiner Antwort. Ich habe den Schlüssel zerstören lassen, damit der Turm nie wieder betreten werden kann. Vielleicht hatte William einen zweiten Schlüssel, ich weiß es nicht. Wo sind seine persönlichen Sachen jetzt? Verbuddelt. Ich weiß es nicht. Ich frag Herman. Ich möchte nicht darüber reden. Herman. Ich dachte Hermann, Alter. Herman. Ich nenne ihn aber Hermann. Sieh dir dieses Steinfragment an. Sagt es dir etwas? Nein, ich glaube nicht. Oh doch. Ich habe etwas Ähnliches auf Williams Schreibtisch gesehen. Er war immer sehr vorsichtig mit dem Ding. Ich weiß nur nicht, was es damit auf sich hatte. Er hat nie darüber gesprochen. Okay. Okay, danke. Es freut mich aber, dass du meine Entschuldigung angenommen hast. Wir gehen dann lieber, bevor wir wieder etwas sagen, was sie verärgern könnte. Ich würde sagen, also mein Plan wäre jetzt, versuchen, in die Stadt zu gehen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr andere Vorschläge? Noch habt ihr Zeit, bis ich zum Türchen vom Schloss gelatscht bin? Taktvoll, Samuel, wie immer. Wie oft muss ich noch sagen, dass sie nicht darüber reden will? Ja, du musst das einfach so hinterrücks machen, dann geht es schon. Das ist, glaube ich, ein großes Wort. In das Örtchen. Erstmal mit Hermann reden. Hermann redet heute nicht mehr mit uns. Bei Hermann haben wir das tägliche Quatschkontingent aufgebraucht. Der ist erst morgen wieder bereit für ein kleines Pläuschlein. Ach ja, Hermann! Nicht noch mit Hermann reden.
Ich glaube nicht, dass Hermann geht. Wir versuchen es mal bei Hermann. Da meinte er doch, Hermann sagt mir heute nichts mehr. Heute will Hermann nicht mehr mit mir reden. Jetzt gehe ich aber zurück. Und wenn ich recht habe, knien und Demut zeigen. Aber allesamt. Ne? Auf geht's. Gucken wir mal bei Hermann. Aber ich glaube, Hermann sagt nichts mehr. Hermann war doch der Doc, oder? Nicht, dass ich mich jetzt hier vertue und gleich der Dumme bin, aber ich glaube, nein. Jetzt bin ich doch wieder zurückgelaufen. Ich hätte auf meinen inneren Fuchs hören sollen. Hermann ist weg! Da ist er ja. Er hat sich teleportiert. Er steht jetzt auf einer anderen Stelle. Oh, scheiße. Wo ist Hermann? Ach, er ist da. Um Gottes Willen, er hat sich einfach bewegt. Davon bin ich nicht ausgegangen. Ah, okay. Hermann, moin. Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Das ist so gut. So gut. Hermann, mach das Buch zu. Ja, in Ordnung. Wir reden doch wieder. Okay, er hat zwar gesagt, erst morgen, aber jetzt plötzlich dann doch wieder. Persönliche Sachen von William. Irgendeine Idee, mein Freund? Dr. Herman, Victoria hat mir gesagt, dass Sie Williams persönliche Sachen haben. Ja, das stimmt. Ich würde sie gerne sehen. Aber sicher. Ich kann sie Ihnen zeigen, wenn Sie morgen zur Leichenhalle kommen. Morgen. Ich weiß nur nicht, was Sie sich davon versprechen. Ich muss sie aber heute sehen. Können Sie mir helfen? Heute? Na schön. Vielleicht können wir Folgendes machen. Ich werde jemand mit einem Paket für Sie zum Haupttor schicken. Reicht das? Perfekt. Wann wird diese Person kommen? Ich schicke sie los, sobald ich wieder im Obduktionssaal bin. Sagen wir um 7? Ich warte am Haupttor, pünktlich um 7. Es ist sehr wichtig. Hoffentlich ist diese Person zuverlässig. Keine Sorge, sie wird gut bezahlt. Abgemacht? Danke, Doktor. Um 7 muss ich unbedingt am Tor sein. Okay. Zeit war hier noch nie so ein Ding, aber das wird schon. Hermann hat heute echt Probleme, heute etwas zu tun. Heute? Nein, heute geht nicht. Dann schicke ich jemanden los. Was ist denn los, Hermann? Was machst du denn so Wichtiges? Du stehst hier in der Bibliothek rum und klappst Bücher auf und zu. Stundenlang. Also, keine Ahnung. Egal. Jetzt gehen wir über die Stadt und ich werde Knien und Demut zeigen. Ist okay. Aber ich kann nichts dafür. Das Spiel hat gesagt, der Hermann redet heute nicht mehr mit mir. Plötzlich redet er doch wieder mit mir. Was ist denn da los? Worauf soll man sich denn noch verlassen? Ja. Ab in die Stadt. Knurrt. Zum Umland von Black Mirror. So, wir müssen nach Willow Creek, Alter. Wenn wir da jetzt eine ganze Stadt erforschen können, ne? Heieiei. Okay, Willow ich Creek. Ich freue mich, diesen Ort wiederzusehen. William war oft mit mir hier, als ich ein kleiner Junge war. Tja, okay. Es ist schon so lange her. Aber es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Wie viele Jahre war ich fort? Ich habe ein bisschen gemischte Gefühle, sag ich mal, an diesem Ort. Aber gut, los geht's. So freundlich und fröhlich. Oh, hier, Treppe. Die Treppe zum Wasser. Es wäre leichter, die Brücke zu benutzen, um den Fluss zu überqueren. Ja, ich wollte nur gucken. Rechte Maustaste macht nichts. Willow Creek. Weide. Sie muss Jahrhunderte alt sein. Auch hier macht die rechte Maustaste nichts. Sie sieht nicht aus, als würde sie noch lange überdauern. Ja, sie sieht echt ein bisschen vergammelt aus, aber so sieht irgendwie alles hier aus, ne? Spielgesetz, neue Objekte, Optionen, gleich alle schon 100-mal angesprochenen Leute ansprechen. Ja, Van Across, machst du das im echten Leben nicht so? Ja, ich mach das immer so, ich laber alle kaputt. Die Stufen der Treppe sind feucht und glitschig. Das ist... Du bist glitschig! Okay, weiter geht's. Tür! Das ist eine Tür, ich habe sie als Junge sehr oft betreten. Es ist abgeschlossen. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, wer dort lebt. Okay. Warum schwimmen da so Fässer im Wasser rum? Ist auch egal. Dummpapp. Oh, jetzt sprechen wir. Jetzt, okay. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Der Papp. Speiseplan. Die Tageskarte. Sahne geschnetzeltes vom Reh. Wildschweinschulter nach Wildhüterart. Harrys Frau war schon immer eine gute Köchin. Also das erste würde ich auf jeden Fall jetzt essen. Da bin ich ehrlich, da hätte ich jetzt Bock drauf. Vielleicht esse ich später etwas. Noch habe ich keinen Hunger. Okay, alle Optionen durchgegangen. Ein Behälter. Leer. Gut, das ging schnell. Leer. Recax. Wie oft habe ich diesen Schriftzug wohl gesehen?
Ich bin mir nicht sicher. Er hat auch echt darüber nachgedacht. Mal überlegen. Na gut. Ein Fass. Dreckiges Wasser steht bis zum Rand. Vielleicht benutzt es Harry, um Regenwasser aufzufangen. Es müsste mal ausgeleert werden. Ein Junge, der mit einem Ball gegen die Wand wirft. Reden wir mit ihm. Miss Orca, n'abend. Oh Gott, das Bild von ihm da unten. Er sieht ja schon ein bisschen abgecreept aus. Er hat Dinge gesehen. Schlimme Dinge. Wie heißt du? Kommt irgend so ein fremder Typ an. Hey, wie heißt du? Willst du meine Lutscherstange sehen? Was ist denn da los in diesem Spiel? Hallo, wie heißt du? Sag ich nicht. Ich darf nicht mit Fremden reden. Richtig so, ich meine sag's Mama doch. Meine Mama hat es mir verboten. Verrätst du mir denn deinen Namen, wenn ich dir meinen sage? Nein, ich kenne dich nicht. Hast du Bonbons dabei? Vielleicht Schokolade? Alter! Oh mein Gott! Okay, ich habe sogar Bonbons dabei. So, Abstimmung wieder in den Chat. Ich hab's leider, Jens, ich hab's leider nicht geschafft, weil ich musste eben austreten, weißt du? Ah, geht schon los. Plus. Eine Lutscherstange. Ja, da ist wieder, Schwabi ist wieder Kennerin. Ja, ja. Weiß Bescheid. Plus. Alter, ich glaube, das können wir schon fast nicht mehr übertrumpfen. Ich habe 6 Pluses. 7 Pluses. 8 Pluses. Ich mache auch Plus. 9 Pluses. 10 Pluses. Ich glaube, wir sind, Plus läuft. Kommt noch ein Plus rein? Machen wir positiv. Hier, die Bonbons. Komm mit mir. Komm in meinen Van. Alter. Okay, auf geht's. Willst du ein Bonbon? Klar, gerne. Sind es Schokobonbons? Ich weiß es nicht genau. Ich heiße Samuel Gordon. Sagst du mir auch, wie du heißt? Ja, warum nicht? Ich heiße Vic. Weißt du, ob es hier irgendeine Neuigkeit gibt? Ich war schon lange nicht mehr hier. Eigentlich nicht. Hier ist nie viel los. Dieses Dorf ist furchtbar langweilig, weißt du? Ich verstehe. Kann ich jetzt wieder spielen gehen? Natürlich. Pass auf die Fenster auf. Ja, keine Sorge. Okay, wir haben mir Bonbons gegeben. Und wir wissen jetzt, dass er Vic heißt. Aber was ist denn? Ich liebe es, wie er Bonbon sagt. Er sagt das wirklich so rund, ne? Zeig mir mal das Bild hier. Kennst du diesen Mann? Vic, hast du schon mal den Mann auf diesem Foto gesehen? Zeig her. Nein, ich glaube nicht. An den hätte ich mich bestimmt erinnert. Er sieht ziemlich doof aus. Warum suchst du ihn, Samuel? Bist du mit ihm verwandt? Pass bloß auf, was du sagst. Sieh auch doof aus? War doch nur ein Spaß. Okay, der Junge ist irgendwie ganz witzig, ja? So. Oh Mann, aber ich musste, nee, komm, egal. Ich musste so an diesen, wie heißt denn das Ding? Harry Potter und der Plastikpokal, ist es das? Ich glaube ja, ne? Harry Potter und der Plastikpokal? Eine Lutscherstange? Bist du bei der Lutscherstange? Tut mir leid, ich muss gerade mit, das ist ein Insider mit mir selbst, ja? Fässer. Die Deckel sind alle fest verschlossen. Sie Was? Sind auf jeden Fall noch voller Bier. Gleich zwei unter die Arme nehmen. Hattest du ihm eins gegeben? Muss man. Ich glaube, das wurde automatisch gemacht. Ich habe das nicht manuell gemacht, aber sie sind nicht mehr in meinem Inventar. Insofern wurde das automatisch erledigt. Ah, Lieutenant Pikachu! Ach Gott, Trucker Day. Ehre. Herrlich. Der schwarze Bison. Harrys eigene Produktion. Es ist halt aber auch so geil. Ich habe das jetzt in meinem Schädel, ich gehe das nicht mehr raus jetzt, Mann. So gut. Also wer es nicht kennt, Harry Potter und der Plastikpokal reinziehen. Es ist so gut. Alle drei kann man sich geben. Leider ist der letzte nicht fertig geworden, aber meine Güte. Hattest du denn eins im Inventar? Ich hatte sogar zwei im Inventar. Die sind beide weg. Die hat er gegessen. Glaub mir, sonst hätte er uns ja nicht seinen Namen gesagt. Vertrau dem Fuchs. Ich hab's drauf. Bin Pro-Gamer. Oder Pro-Gamer, I don't know. Wir gehen jetzt mal in den Pub rein, würde ich sagen. Komm. Pikachu. So schön. So schön. So, guck mal, Fry's Chocolate. Okay. Tom, reden wir erstmal mit Tom. Hallo. Ich trinke hier mein Bier, gehen Sie weg. Hallo. Hallo. Hi. Hi Tom. Aus Neugierde, erstmal fragen. Wie lange sitzen Sie schon da? Ein paar Stunden, schätze ich. Warum wollen Sie das wissen?
Leute, Plus oder Minus, es ist wieder soweit. Stört die auch gar nicht, wenn man so ewig wartet. Plus, Plus, Plus. 3 Plus ist, 3 Plus ist, 3 Plus ist. 4 Plus ist, 5 Plus ist. 1 Minus, 1 Plus. Ihr könnt gleich sehen, was ich mache. Noch ein Plus. Bis zum nächsten Mal haben wir diese Abstimmungsfunktion am Start. Ich sag schon. Sind genug Plusse, wir bleiben bei positiv. Oh, ein Minus, aber wir sind immer noch weit positiv. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Plus, einfach mal raushauen. Positive Antwort. Wir sind fröhlich und freundlich. Das ist nur meine Art, Hallo zu sagen. Ja. Oh, okay. Wollen Sie ein Bonbon? Ich sitze seit 2 oder 3 Stunden hier. Ich habe heute nichts zu tun. Ach so. Warum setzen Sie sich nicht hab dazu? Ich habe heute 3. Nichts Nein, zu tun, danke. Kein Auftrag. Vielleicht ein anderes Mal. Ihr habt den nächsten Insider, unfassbar. Ich habe heute nichts zu tun, kein Auftrag. Spontan frei. Reden wir mal über das Dorf. Sagen Sie, gibt's irgendwelche Neuigkeiten im Dorf? Hier? Nein. Ja, ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht erinnern, wann es hier Neuigkeiten gegeben hat. In Willow Creek ändert sich nie etwas. Mhm. Angler? Auf dem Weg hierher sah ich einen Angler. Wo? Kennen Sie ihn? Der alte Jim. Natürlich kenne ich ihn. Er ist mein Onkel, mütterlicherseits. Sitzt er immer da mit der Angelrute? Er scheint den ganzen Tag da zu sitzen. Oh ja. Er ist der geduldigste Mensch, den ich kenne. Er sitzt stundenlang auf diesem Steg. Ich würde es nicht eine Stunde aushalten. Okay, also wir wissen, da kriegen wir die Infos. Wenn wir irgendwas wissen müssen, wo jemand irgendwie einen Überblick hat oder was gesehen hat, ne? Kennen Sie vielleicht diesen Mann? Okay, man kann irgendwie kein Foto oder sowas hinziehen. Kennst du dieses Ding hier? Ja. Also da geht nichts. Sonst noch was mit Tom? Mal sehen, ob da noch was geht. Hallo, Sir. Wollen Sie sich dazusetzen? Nein. Nein, ich kann wirklich nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Kein Problem. Ich bin es gewohnt, allein zu trinken. Dann bis später. Bis dann. Hauptsache, der Herrgott ist noch mit dabei, nicht wahr? Zählt der Herrgott als Person? So, wir schauen uns mal hier weiter um. Da ist ein Plakat. Ein Werbeplakat. Mhm. Harry sammelt solche alten Plakate. Dann nimm es doch mit. Achso. Alter, Harry hat aber eine stabile Plauze jetzt, ne? Ah, ne, warte. Hier, das ist noch. Gehört zum Tresen. Ich hatte gerade ein bisschen Angst. Ich stehe lieber stundenlang neben dir. Ich fand's auch so geil. Wer sind Sie denn komisch? Ist da ein Bier drin, kommt irgend so ein Dude an, labert ihn voll. Das ist nur meine komische Art, Hallo zu sagen. Ach so, na dann. Und labert ihn weiter voll. Setzen Sie sich doch dazu, setz dich. Ich bin immer allein. Ach, ist schön. Ja, das ist hier noch, ne? Wenn ihr jetzt mal an die heutige Situation denkt, was ist falsch an diesem Bild? Ja. So, reden wir jetzt mal mit Harry. Guten Morgen. Morgen? Und der haut sich die Biere rein. Hallo, Sir. Moin, was ist los mit Tom? Ist der immer morgens früh hier zum Morgenkaffee und trinkt seit schon 3 Stunden die Biere oder was? Oh, ist okay. Was gibt's Neues? Ich war schon lange nicht mehr hier. Was können Sie mir über das Schloss erzählen? Tja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber eigentlich gibt es nicht viel Neues. Moment mal, Sie kommen mir bekannt vor. Kenne ich Sie vielleicht vom Weihnachtsfest? Ja. Nein, ich glaube nicht. Aber ich kenne Sie. Ich kann mir Gesichter nämlich gut merken, wissen Sie? Oder vielleicht vom Erntedankfest? War es da? Hören Sie, ich... Ja, ich weiß. Wahrscheinlich haben Sie noch eine Zeche bei mir offen. Ja. Wollen nicht, dass ich Sie erkenne, genau, was? Genau. Ich habe keine Schulden bei Ihnen, Harry. Sagten Sie Harry? Sie kennen meinen Namen? Dieser junge Mann hier nennt mich Harry, behauptet aber, mich nicht zu kennen. Lassen Sie sich nicht auf den Arm nehmen, Sir. Das versucht er bei jedem Fremden, seit ich denken kann. Ich habe nur... Ist es ein Problem, mir die Schulden zu zahlen? Es wäre keins, wenn diese Schulden nicht erfunden wären. Ach, ausgerechnet du sagst das. Soll ich dir deine Zeche für den letzten Monat zeigen? Schon gut. Immer mit der Ruhe. Ich habe diesen jungen Kerl hier nur verteidigt, weil er ein Fremder ist und deine Tricks nicht kennt. Okay, mir reicht's. Noch ein Wort von dir und du bekommst nicht mal mehr ein Wasser auf Pump. Und ich will dir was sagen. Du bekommst nichts mehr von mir, bis du deine ausstehenden Schulden bezahlt hast. Ach komm, Harry. Sei doch nicht so.
Hören Sie, wenn Sie mich ausreden lassen, sage ich Ihnen, wer ich bin. Klingt gut. Ich höre. Ich bin Samuel Gordon, der Sohn Randall Gordons vom Schloss Black Mirror. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich habe es versucht, aber ich kam gar nicht zu Wort. Okay. Nun, das ist aber eine nette Überraschung. Ein Gordon ist hier immer willkommen. Also, was darf ich Ihnen anbieten? Heute steht Wildbret auf der Speisekarte, zusammen mit einem kühlen Bier. Nein, danke. Vielleicht später. Ich würde aber gerne ein paar Fragen stellen. Aber sicher. Fragen kostet aber ein Bier pro Frage. Ist gut, Harry, Larry, Mary. Das sieht... Was? Da sieht, wer seinen Fusel davon schwimmen würde. Ich glaube, der sieht nicht mehr so viel, der Junge, wenn der schon seit... Also, es ist morgens und der knallt sich da die Birne zu. Ich will gar nicht wissen, warum der gute Tom hier sitzt und so allein. Aber irgendwas muss ja los sein, nicht wahr? Okay, fragen wir ihn erstmal ein bisschen über Black Mirror. Harry, was gibt's Neues im Dorf? Ja, Dinge dich, passieren, aber viel Neues gibt's nicht. Wie soll ich das verstehen? Naja, ich höre eine Menge Tratsch, aber nichts, was der Rede wert wäre. Wissen Sie, hier kennt jeder jeden, also gibt es nichts Interessantes. Vielleicht wird sich das jetzt ändern. Ja, wenn, dann sage ich Ihnen Bescheid. Okay. Und kannst du mir was über den Pub erzählen? Harry, bis wann haben Sie geöffnet? Tja, kommt drauf an. Normalerweise bis ziemlich spät am Abend. Sehen Sie, ich schlafe nicht viel und wenn ich nicht beschäftigt bin, langweile ich mich schnell. Aber am späten Abend ist hier nicht viel los, oder? Für gewöhnlich spiele ich Karten mit Tom hier. Oder ich spiele Schach gegen mich selbst. Oh, Sie spielen Schach? Ich würde sagen, ich habe durch diese langen Abende gelernt, gut zu spielen. Dann sollten wir irgendwann gegeneinander spielen. Gern. Ich sehe da schon das nächste Rätsel kommen. Ein Schachrätsel. In jedes gute Point-and-Click-Adventure gehört ein Schachrätsel. Oh Gott. Über den Pub. Ich erinnere mich, dass William mit mir herkam. Ja, das weiß ich auch noch. Er war ein guter Pokerspieler, wissen Sie. Hatte unglaubliches Glück bei den Karten. Er hat uns oft richtig abgezockt, aber danach alles zurückgegeben. Ja, er war ein netter Kerl. Es war richtig schade, dass er irgendwann nicht mehr gekommen ist. Warum kam er nicht mehr? Wer weiß. Wir haben uns alle gut verstanden, aber seit einem halben Jahr hat er sich nicht einmal blicken lassen. Naja, es ist schon eine Entfernung. Und in seinem Alter... Nee, ich würde nicht sagen, dass das der Grund war. William war ein zäher alter Herr. Aber ich sage Ihnen eines. Ich habe gehört, dass er das Schloss gar nicht mehr verlassen hat und sich nur noch im alten Turm eingeschlossen und in alten Büchern gelesen hat. Bücher. Wo haben Sie das gehört? Ich bin Wirt, was erwarten Sie? Was erwarten Sie denn? Was haben Sie sonst noch gehört? Meiner Meinung nach? Nichts. Aber vielleicht weiß Mark etwas. Er hat früher in den Schlossgärten ausgeholfen. Wo finde ich ihn? Normalerweise wäre er bis jetzt gekommen, also schaut er heute wahrscheinlich nicht mehr rein. Macht nichts. Ich frage ihn ein anderes Mal. Als ob William etwas zu verheimlichen gehabt hätte. Ich muss mehr erfahren über die letzten Monate seines Lebens. Das wird die Aufgabe sein. Ich sehe, einige hassen Schach und Schachrätsel. Ich bin auch kein Freund von Schachrätseln, aber Schach hat mir an sich immer Spaß gemacht. Ich war damals sogar mega uncool und nerdig in der Schach-AG. Aber was geil war, in der Schach-AG wurden die Noten anhand des Platzes in einem internen Turnier in dieser Schach-AG verteilt. Und da waren halt ein paar Freaks, die nichts anderes gemacht haben als Schach. Und ich bin da einfach nur reingeeilt, weil ich da Bock drauf hatte. Und je nachdem, dann haben wir ein Turnier am Ende ausgetragen. Und je nachdem, welchen Platz du in dem Turnier hattest, hast du deine Note bekommen. Hallo, geht's noch? War richtig geil. Ich habe da natürlich schön eine 3 gekriegt. Also war ich schon ein bisschen assi, weil ich war jetzt nicht sehr gut in Schach. Also ich war jetzt auch nicht kacke, aber wenn du da in dieser AG waren wir irgendwie 12 Leute. Und die meisten waren halt irgendwelche Freaks, die die ganze Zeit sowieso nichts anderes gemacht haben. Da hat der Fuchs schon echt hart abgeschissen. Ja? Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in Ordnung war, so Noten zu verteilen. Aber es war nur eine AG, insofern. Egal. War trotzdem dissend. Also schön war es nicht. Wo ist er hin? Oh, Henry ist, glaube ich, gerade pinkeln oder kacken gegangen. Ich kann die Geräusche nicht einordnen, aber es ist irgendwie klingt es eklig. Okay, wir schauen uns mal weiter um, ob hier noch... Oh, da ist er ja wieder. Na, ist auch Hände gewaschen? Nee, einfach an der Schürze und dann geht's auch... Oh, die Gläser wieder sauber machen, ne? Oh, also ist ja ekelhaft hier. Henry, hast du noch was zu erzählen? Neues, Harry? Ich war gerade kacken, war schön. Nichts Besonderes. Okay. Ich komme später wieder. Bis dann, Mr. Gordon.
Ach Gott, nee. So, erstmal gucken, ob hier noch was ist, aber ich glaube, wir sind soweit erstmal durch. Ach, schön, Leute. So, raus hier. Raus, erstmal raus. Ich bin durch. Okay. Gehen wir mal gucken. Da ist immer noch Vic, ist immer noch am Ball spielen. Läuft bei ihm. Mein bester Freund spielt oft mit meinem Mann Schach und bringt immer so tolle Sprüche, wenn man Mann zieht. Bist du dir sicher, dass du das tun willst? Willst du ihn wirklich da abstellen? Mette mit Bierschaum gesäubert. Ach ja, ich hab's erkennen können von Across, alles gut. So, Leute, Wäsche. Saubere Tücher aus der Küche, vermutlich. Sauber. Bloß Wäsche. Hm, ist korrekt. Ich höre ein Hundi bellen. Ich will es streicheln. Ein Wagen. Ein Leichenwagen. KDM. Spediteur. Er wird wahrscheinlich benutzt, um Bierfässer zu transportieren. Tja. KDM. Brücke überqueren. Mehr ist hier nicht. Ich musste mal eben zurück, weil ich habe keinen Angler gesehen. Er meinte ja, ich habe auf dem Weg hier... Ah, da ist er irgendwo. Ja. So ein Pub. Ich sehe hier auf jeden Fall so ein... Man muss doch irgendwie da hinkommen. Ich kann hier seine Angelroute sehen. Aber man kommt nicht zum Angler. Nein. Wir können zum Pub. Wir können zu Willow Creek und... Man kann hier irgendwie lang gehen. Doch, es geht. Man muss hier lang gehen. Ah. Da ist der Angler. Den hätte ich ja nie gefunden. Sitzt er da auf seinem kleinen Stuhl. Und angelt vor sich hin. Kann seine Route sehen. Ich habe die ganz genau gesehen. Entschuldigung. Darf ich Sie sprechen? Aber sicher, junger Mann. Wie läuft's denn mit dem Fischen? Wie beißen die Fische heute? Heute werde ich einen dicken Fisch angeln. Hoffe ich. Wenn es nur regnen würde. Sie meinen wegen der Fische? Hat schon was angebissen? Gar nichts. Gestern hatte ich mehr Glück. Die Fische sind zu schlau. Sie wollen nicht aus dem Wasser. Nun, das überrascht mich nicht. Vorhin hatte ich einen Riesenfisch am Haken, aber in letzter Sekunde ist er mir entwischt. Ich hatte ihn fast an Land gezogen, aber dann ist mir die Leine gerissen. Die größten und ältesten sind richtig schlau. Sie schwimmen zum Boden in die Pflanzen und warten, bis die Leine reißt. Warum angeln Sie nicht weiter draußen? Mein altes Boot ist leck. Außerdem mag ich lieber so angeln. Viel Glück. Ich muss jetzt gehen. Danke. Hoffentlich fängt es bald an zu regnen. Warum angeln Sie denn so? Ja, ich verhungere zwar, aber es ist halt angenehmer. Ich kann mich auf meinen Stuhl setzen. Es wackelt nicht. Ne? So ein Zufall. Da stehen volle Bierfässer und ein Wagen, um sie zu transportieren. Was ein Zufall. Erkannt oder nicht? Mich grämt das. Hab nochmal schon die übelsten Schreibfehler und jetzt mit Handy. Das ist aber normal. Das ist die Stimme vom dritten Hokage, oder nicht? Ich habe das immer nur auf Japanisch geguckt, tatsächlich. Oder Chinesisch? Nee, Japanisch mit Untertitel. Weil das auf Deutsch so massiv zerschnitten worden ist, dass man das nicht angucken konnte. Das weiß ich noch. Von Naruto, keine Ahnung, die deutsche Schrottversion. Ja, es war bei uns genauso. Wir haben das auf Japanisch geguckt mit Untertitel. Englischen Untertiteln und ich habe es nicht bereut. Brücke überqueren. Auch wenn es anstrengender ist zu gucken, aber eieiei. Eieieiei. Japanisch. Ich habe Gebäude. Chinesisch würde mich auch wundern. Nein, es war Japanisch. Japanisch. Der alte Fischmarkt. Ich erinnere mich, als der alte Mr. Fenton starb, war niemand mehr da, der den Fischmarkt übernehmen wollte. Ich weiß nicht, was jetzt da ist. Und es interessiert mich auch nicht. Denn ich bin reich. Okay, ist okay. Man muss sich nicht auf seine Umgebung interessieren. Eingang. Das ist der... Anwalt Daveson, Williams bester Freund, hat hier gelebt. Er ist fortgezogen, lange bevor Catherine starb. Er hat immer gesagt, dass er es hier als Anwalt zu nichts bringen würde. Daher beschloss er, mit seiner Familie nach Barclay zu ziehen. Seitdem habe ich nie wieder von ihm gehört. Okay. Ich habe auch Inuyasha. Wer es kennt, ne? Inuyasha habe ich damals auf RTL 2 erst gesehen. Das war schon schlimm. Dann lief das aber ja auch parallel noch auf MTV mit so einem anderen Intro, was komplett Banane war, wo sie von einem Cadillac singen und dass sie den fahren, wo man sich auch fragt, was hat das mit Inuyasha zu tun?
Und auch da war es zerschnitten. Und dann habe ich mir tatsächlich so eine Bootleg-DVD, so ja noch kleiner junger blauer Fuchs war, der das nicht verstanden hat, bei eBay geschossen. Aus Hongkong oder so. Und dann kam dann so Bootleg-DVD-Box. Da habe ich heute noch die Dinger. Und habe mir das dann halt im Original mit Untertiteln reingezogen. Und das war cool. Das war cool. Inuyasha war, das war so mein erstes richtiges Crush-Ding, würde ich sagen. Das war eine nice Sache. Ich habe keine Ahnung, wer heute das Haus der Davesons bewohnt. Und es interessiert mich auch nicht. Ah, nein, doch nicht. Na gut. Weiter geht's. Hier war doch gerade noch was. Kommt nochmal. Ich habe da drin nichts zu suchen. Ja, ich weiß. Ich wollte nur alle Optionen durchgehen. Jetzt ist nicht mehr rot. Okay. Stechkahn, Alter. Stechkahn. Damit kann man in See stechen. Das gehört wahrscheinlich dem Angler, mit dem ich mich unterhalten habe. Ja, leider wird im Deutschen alles verharmlost. Wo, na, kannst du so gar nicht sagen, denn die deutschen Studios kaufen das ja in der Regel aus den USA ein, bei 4Kids und Co. Und das wird schon in den USA verharmlost, weil die USA komplett bekloppt sind. Und dann kriegst du halt in Deutschland dann die schon sowieso verhunzte Version, die dann auch nochmal zurechtschneiden, wenn es dann zum Beispiel RTL 2 ist, weil um Gottes Willen, Blut ist ja ganz schlecht. Und dann haben die bei Inuyasha, gab es irgendeine Folge, da ist der mit Tinte benetzt. Einfach mit Tinte, weil es ja japanisch ist, diese riesigen Pinsel und malen da irgendwas rum. Und dann spritzt Tinte auf seine Klamotten. Das ist schwarze Tinte. Aber die Hochbegabten bei RTL 2 dachten, Alter, das ist eindeutig Blut. Müssen wir rausschneiden. Und dann haben wir diese ganze Szene rausgeschnitten. Dann ist die Folge aber von 20 Minuten auf irgendwie 12 runtergeschrumpft. Also haben sie aus der nächsten Folge schon was dazugeschnitten. Teilweise wird das ja komplett Sinn entstellt. Das kannst du dir nicht mehr geben. Hier auch bei, wie hieß es denn? Ach, das mit den Piraten da, Mann. One Piece. Das haben die ja irgendwann so kaputt geschnitten, dass ja sogar der Sinn und die Story im Arsch waren. Und die das nicht mehr zusammengekriegt haben. Und dann haben sie gesagt, okay, weißt du was? Das haben wir so kaputt gemacht. Lassen wir einfach. Lassen wir einfach, hat keinen Sinn mehr. Weißt du, so komplett wahnsinnig. Komplett wahnsinnig. Zurück zum Thema. Eingang. Ich gucke mir die Eingänge hier an. Privathaus. Und rein! Ja, was? Warum klopft er jetzt? Es macht niemand auf. Okay. Alles hat ihn nicht interessiert, aber dann so ein Privathaus. Darüber will ich mehr erfahren. Erstmal klopfen, Alter. Was ist denn los? Was hast du denn erwartet? Jetzt macht er die Tür auf. Ja, moin. Ich wollen Sie einen Bonbon? Die Tür ist abgeschlossen. Und versuchen aufzumachen. Alles cool, alles cool. Ist in Ordnung. Samuel ist halt... Vielleicht ist niemand zu Hause. Ja, ich weiß. Ich wollte nur gucken, was du noch weiter versuchst. Okay. Zum Leihhaus. Wir haben es gefunden. Das ist der Pawn Shop. Mary's Pawn Shop. Murray kauft und verkauft alles, was Gewinn bringt. Selbst Pokémon ist teilweise zensiert. Nur nicht so auffallend. Ja, da gab es doch die legendäre Folge, wo von Team Rocket James irgendwann Titten hat oder so. Da sind die irgendwie am Strand und in einer Folge hat er irgendwie Möpse, ich weiß nicht warum, weil er sich verkleidet oder sowas. Die ganze Folge gibt es ja gar nicht in Deutschland. Die gleich weg, gleich zu, das ist zu kaputt. Das verstehen die hier nicht, wenn auf einmal ein Typ Möpse hat. Das funktioniert nicht. Oh, nee, ey. Zum Leihhaus. Abgeschlossen. Nein, hat der Feierabend oder was? Oh, auf dem Schild steht... Morgen erst auf. Bin gleich zurück, Murray. Aber wer weiß, ob das nicht schon seit einer Woche da hängt. Das ist die Frage. Vielleicht ist Murray mit dem Stechboot rausgefahren und verschütt gegangen. Verschiedene Kleinigkeiten. Porzellanfiguren, Golduhren, Broschen. Hauptsächlich wertloser Plunder. Tja, wir müssen Murray finden. Hier ist nichts von Interesse. Untertitel von meinem Leben. Hier ist nichts von Interesse. Willow Creek verlassen. Das war's? Das war's? Der muss doch irgendwo sein, der Junge. Das war alles. Mehr gibt's nicht. Große Uhr. 2:10. Die Uhr geht falsch. Wahrscheinlich funktioniert sie überhaupt nicht. Natürlich nicht. Ist ja auch keiner da, der die abliest. Sie ist defekt. Jetzt ernsthaft, das war's? Müssen wir jetzt wieder zurück? Wo ist denn Murray? Ich muss es auslösen. Also ich fahre jetzt nochmal suchen die Screens ab, aber das scheint es gewesen zu sein.
Wir können Vic nochmal über Tom ausfragen. Vielleicht hat er noch ein paar Informationen hier. Was ist denn los mit diesem Tom? Das war die Stadt. Der hat sich mit dem Teil aus dem Staub gemacht. Widow Creek City Center. Ja, gleich kommt der Stadtbus, weißt du? War nicht von Dorf die Rede. Ja, ich hab's Stadt genannt, weil ich hochbegabt bin. Ne? Da kommt der Stadtbus. Wir gehen noch zum Bahnhof eben. Flughafen auch noch einmal angucken. Oh, guck mal, Vic passt jetzt echt auf den... Jetzt passt Vic auf, dass die Fenster nicht kaputt gehen. Er macht das jetzt anders. Er macht das jetzt da über. Wird immer cooler bei ihm. Neue Moves. Leihhaus. Vic, hast du Murray heute gesehen? Sein Geschäft ist geschlossen. Was kümmert mich sein Geschäft? Wieso? Hast du Schwierigkeiten mit ihm? Naja, der alte Mann mag es nicht, wenn ich vor seinem Laden rumhänge. Oder besser gesagt, wenn ich vor seinem Schaufenster rumhänge. Keine Ahnung, was er dagegen hat. Tja, ich glaube, ich weiß es schon. Ich weiß es auch. Oh, ich habe gesehen, wie er heute Morgen wegging. Hast du eine Ahnung, wann er zurückkommt? So wie der angezogen war, wollte er in die Stadt. Also kommt er wahrscheinlich vor morgen nicht zurück. Hm, also morgen. Scheiße. Wolltest du der Stadt nicht den Film entwickeln? Ja, das machen wir ja bei Murray. Der ist ja nicht verdammt da. Ah! Was war das? Was ist das hier? Ein Ball? Ich weiß, dass du das warst und ich weiß, dass du mich hören kannst. Wahrscheinlich gibt's... Warte nur, bis ich dich erwische. Ich hau dich windelweich. Verdammt, jetzt muss ich dieses Durcheinander aufräumen. Und nein. Ich vermute, dass Vic sich hier eine Weile nicht mehr blicken lässt. Geil. Upsala. Und wegrennt. Oh nein, wahrscheinlich ist er auch das einzige Kind in diesem ganzen Städtchen. Weißt du, deswegen, es kann ja auch kein anderer gewesen sein. Gehen wir nochmal rein, mal gucken, was jetzt abgeht. Das ist so gut. Kann ich mir bestimmt eine Glasscherbe oder sowas mitnehmen. Hier ist ja nichts. Guck mal, Tom ist... Ignoriert das einfach, Tom. Der trinkt einfach weiter. Es ist ihm scheißegal. Es wird einfach immer rein. Was wollen Sie von mir? Ich möchte Sie nur etwas fragen. Na gut. Scheiße. Wie sieht's... dieses Bild da unten, Alter. Wie sieht's hier mit den Schulden aus? Seit wann schulden Sie Harry Geld? Schon immer. Das ist meine Sache, nicht Ihre. Oder wollen Sie es vielleicht für mich bezahlen? Soll ich? Naja, ich habe Ihr Gespräch über den alten Sir William mitgekriegt. Wissen Sie etwas, was für mich von Interesse sein könnte? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auch nicht. Mein Gedächtnis lässt nach. Es ist wahrscheinlich der Durst, wissen Sie? Oh, ich verstehe schon. Ich weiß, worauf er hinaus will. Ich bezahle seine Schulden, dann frage ich ihn nochmal. Hier ist eine Münze, das wird doch bestimmt reichen. Gehen wir mal zu Harry Potter. Moin. Haben Sie sich's anders überlegt mit dem Essen? Meine Mary kann wunderbar kochen, das kann Ihnen jeder hier bezeugen. Ich glaube Ihnen, ich habe nur im Moment keinen Hunger. Ich würde Ihnen aber gerne ein paar Fragen stellen. Okay, schießen Sie los. Mr. Potter. pass auf, einmal zum Leihhaus. Ich habe ein geschlossenes Leihhaus gefunden. Hat es je auf? Aber sicher, der alte Murray würde seinen Laden nie ohne Grund zumachen. Wahrscheinlich musste er dringend etwas erledigen. Eine Privatangelegenheit vermutlich. Sie mögen ihn nicht besonders. Ihn mag niemand besonders. Jeder weiß, dass er ein alter Halsabschneider ist. Das Einzige, was ihn interessiert, außer seinem alten Trödelladen, ist, Leute über den Tisch zu ziehen. Aber was kann man schon von einem alten Geizhals erwarten? Als ob der Schnösel in der Kneipe etwas essen würde. Ich glaube schon, also das... Hier kriegst du halt die gute Hausmannskost. Da ist das meistens ja gerade so super lecker, ne? In so einem Restaurant, sehen wir mal ehrlich, in den meisten Restaurants kriegst du nur noch convenient aufgewärmten Scheiß. Ist ja wirklich so. Da ist ja keine Soße mehr selbst gemacht. Also wirklich, da hast du ja maximal noch, dass vielleicht das Stück Fleisch oder Steak oder was auch immer du dir da bestellt hast, dass das vielleicht noch wirklich vom Koch mit Liebe fertig gemacht wird. Und der Rest ist Convenience-Zeug. Soße fertig, Pommes oder was auch immer dazu, fertig, alles fertig. Schlimm. Einfach nur schlimm. Wirklich schlimm. Es ist wirklich leider so. Es ist wirklich leider so. Internorga, sage ich euch. Geh einmal hin. Weißt du Bescheid.
dann fragst du dich, warum du noch ins Restaurant gehen sollst. Das kann ich auch zu Hause machen, die Maggi-Tüte aufreißen. Was? Es ist leider so schlimm. Es ist leider so schlimm. Und deswegen, ich bin ganz froh, wir haben hier bei uns im Ort ein Restaurant. Die sind komplett convenient-frei. Das weiß ich auch, weil ich kenne den, der das betreibt, das Ding. Und ich habe mich mit ihm mal darüber unterhalten, wie er denn dazu steht, zu diesem ganzen Gedönse. Und die sind echt so drauf. Die haben eine sehr kompakte Speisekarte. Die ist winziglich klein, aber dafür ist alles, was da drauf ist, definitiv mit Liebe gemacht. Man kennt die ganzen Erzeuger, auch das ganze Fleisch und alles, kommt alles hier aus der Region. Alles immer nur so Bio-Zeug. Kostet natürlich auch ein bisschen mehr, aber ist auch nicht zu extrem. Und lecker ist es halt. Und ich liebe den Koch. Ich bin Fan von diesem Koch auch noch. Also es ist wirklich genial. Und ja, sowas musst du aber erstmal finden, ne? Ich habe mir dann mal so eine Doku angeguckt über so einen Landgasthof. War, glaube ich, vom NDR oder sowas. Da ging es auch um diese Internorga. Da ist dann dieser eine Typ in seinem Landgasthof, der noch alles per Hand macht. Wirklich auch selbst seine Prinzessinnenkartoffeln da noch per Hand macht. Und da wollte ich unbedingt mal hin. Das ist auch mit einem kleinen Schlenker, ist es auf dem Weg, wenn ich meine Mutti besuche. Und das nächste Mal, wenn ich meine Mutti besuche, muss ich auf dem Rückweg da mich eine Nacht lang einquartieren, weil es ist auch so ein Gasthof, wo man noch pennen kann. Und dann werde ich mir seine Prinzessinnenkartoffeln reinziehen, Alter. Da habe ich so Bock drauf, ja. Richtig, richtig cool. So, zurück zu den Schulden. Genug über Essen geredet, ja. Wollen Sie es sich mit Toms Schulden nicht anders überlegen? Es ist teilweise meine Schuld, wissen Sie? Das würde ich gerne, aber dann würde er sie nächsten Monat auch nicht bezahlen. Wie heißt es so schön? Wer die Zeche nicht zahlen kann, soll auch nicht trinken. Tja, da ist was Wahres dran. Ich bezahle die trotzdem, hier. Ich habe beschlossen, Toms Schulden zu zahlen. Aber warum wollen Sie das machen, Mr. Gordon? Ich will einfach. Können Sie mir die Summe sagen? Okay, wie Sie wollen. Macht 17 Pfund. In Ordnung. Hier. Ich habe 100. Behalten Sie den Rest. Ich bin reich. Ich habe keine Ahnung, was Tom Ihnen versprochen hat. Aber Sie sollten ihm lieber nicht glauben. Das geht Sie nichts an. Das also, sagt er mir. Wie sieht seine Zeche jetzt aus? Alles bezahlt. Gut. Das sagt er vor allem, nachdem er das Geld genommen hat. Ich weiß ja nicht, was er Ihnen gesagt hat, aber Sie wurden gerade verarscht. Dankeschön. Katsching. Ne? Prinzessin der Kartoffeln, richtig mit Krönchen. Tatsächlich heißen die so, weil die werden, diese Pampe wird halt fertig gemacht. Dann kommt das in so einen Spritzbeutel und dann wird das so ups, nach oben spiralisiert und das wird dann gebacken. Und dann hat das oben halt so ein kleines Krönchen. Tatsächlich. An Rach dachte ich auch gerade. Den Rach schaue ich aber lieber. Nee, Rach ist es nicht. Das war, ich weiß nicht, wer das ist. Den kennt man nicht. Das ist keiner von diesen Fernsehköchen oder sowas. Das ist einfach nur ein Dude, der seinen komischen Landgasthof da im Nichts hat. Und der war mal in der Doku drinne und dann ist der halt auf die Internorga gewackelt und hat sich dann diesen ganzen Convenience-Scheiß rein angeguckt und hat einfach nur, sein Herz blutete wegen der Kochehre. Das ist einfach so. Bei uns heißt das Herzogin-Kartoffeln. Ja, genau. So heißt es auch. Ich bin einfach nur dumm und hab's falsch gesagt. Hofeline hat's richtig gemacht. Ja, Herzogin-Kartoffeln. So heißt es. Nicht Prinzessinnen-Kartoffeln. Aber ich finde, ich als Prinzessin darf sie so nennen, okay? Alles klar. Wir reden jetzt mit Tom. Scheiße. Wieder verschissen, Alter. Komm, Tom, schnell. Es ist peinlich gerade. Oh, Sie sind's schon wieder. Ja, ich habe deine Zeche bezahlt. Jetzt rede. Ich habe getan, worum Sie gebeten haben. Jetzt sind Sie dran. In Ordnung, ich habe Sie gehört. Ich schätze, Sie haben mir geholfen. Also, was schätze? Wissen Sie über William? Ich sage Ihnen, was ich gehört habe. Nicht mehr, nicht weniger. Ich höre... Deal. Es heißt, dass Sir William ab und zu nachts die Kirche besucht hat. Ist das alles? Was ist so seltsam daran, dass er in die Kirche ging? An sich nichts, wenn es nicht immer nach Mitternacht gewesen wäre. Oh, das ist tatsächlich seltsam. Seltsam. Fragen Sie nur den Totengräber oder den Pfarrer. Sie haben ihn beide gesehen. Aber erwähnen Sie mich nicht, wenn Sie sie aufsuchen. Die müssen nicht erfahren, dass ich es Ihnen erzählt habe. Okay. Aha, danke. Da wackel ich da gleich hin. Dieser Tom! Der hat mir da was erzählt. Okay, Mark. Ich muss mit Mark sprechen. Sie kennen einander wahrscheinlich. Ja, wir kennen einander schon seit Jahren, aber er ist heute nicht da. Wissen Sie, wo er arbeitet? Ich möchte ihn gerne besuchen. Mark arbeitet nur, wenn es sein muss. Er hat keinen festen Job. Aber versuchen Sie es beim alten Murray oder bei Dr. Herman. Er arbeitet gelegentlich für beide. Falke, der Fuchs hat deinen Beitrag nicht verstanden, weil er mal wieder meinen überlesen hat. Okay. Viel ist da nicht los in der Kneipe. Wer ist mal... Scheiße.
wäre es mal bei Rosins Restaurant anmelden. Okay. Der soll mal da aufräumen in Willow Creek. Hashtag Real Talk. Der Frank Rosin, ne, ist ein richtig ekliger Typ. Grüße gehen raus an Diana, die kann da Geschichten erzählen. Fertig mit Husten. Das ist ein richtiger ekliger Typ. Ich war einmal bei Steffen Hensler mit dabei, da ging das wohl. Aber er selber ist richtig, ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber er ist ein richtig ekliger Dude. Ich sag euch das mal, ein richtig ekliger Dude. Wer? Muss man den kennen? Ja, der ist, wenn man den Hensler kennt und so, dann kennt man auch den Rosin. Das ist diese Kochbagage hier bei uns, ne? Jetzt hau raus, Fuchs, die Wahrheit kommt raus. Nee, ich bin befangen, ich darf nicht erzählen. Man muss Diana erzählen, wenn sie möchte und wenn sie noch da ist und noch nicht schläft, kann sie das gerne mal eben auf dem Tablet eintippen, bis sie dann fertig ist. Ist wahrscheinlich auch der Stream dann am Ende. So, aus Neugierde mal wieder fragen. Wie geht's denn so? Kann nicht klagen. Setzen Sie sich doch dazu. Ich habe im Augenblick keine Zeit. Vielleicht ein anderes Mal. Kein Problem. Ich bin's gewohnt, allein zu trinken. Gönnen Sie sich, ne? Wollen Sie noch ein paar Tabletten dazu machen? Dann knallt das erst ordentlich rein. Nee, möchte er nicht. Okay. Wir sind dann jetzt hier, glaube ich, durch und verlassen. Ich bin jetzt auch neu. Jetzt habe ich richtig die Gerüchteküche angefacht, ne? Jetzt müsst ihr warten. Ich kann nicht liefern. Ist nicht meine Story. Deswegen, ich habe sie nur so halb mitbekommen. Und ist eklig. Ekliger Dude. Richtig ekliger Dude. So, habe ich aber nicht gesagt, ich möchte nicht angezeigt werden wegen Verleugnung oder irgendeinem Scheiß. Zurück zum Pier. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf in Richtung der Kirche. Ich muss mir eben noch einen neuen Tee einschenken. Sweet. Bergsteiger-Tee vom Hamburger Teespeicher. Hashtag not sponsored. Hashtag keine Werbung. Aber kann ich nur empfehlen. So, dann gehen wir jetzt mal zur Kirche. Dann können wir mit dem Totengräber und so reden. Die Pfarrkirche von Wormhill. Die sieht im Vergleich zu allem, was wir bis jetzt gesehen haben, noch echt in Ordnung aus. Auch die Bäume sehen, wobei die sind auch ein bisschen tot. Aber vielleicht ist ja gerade Herbst. Es ist ja offensichtlich Herbst. Sind ja überall, ne? Ne. Erstmal wieder alles abfahren. Haupteingang. Kirche betreten. Ich würde sagen, einfach mal straight durch den Haupteingang rein. Was ein Brocken von Kirche für die drei Häuser. Der Haupteingang ist geschlossen. Er wird nur sonntags geöffnet. Ich muss den Seiteneingang benutzen. Du weißt ja nicht, was auch in einem umliegenden Landen so lebt. Aber wäre schon witzig, wenn die dann da ihre Sonntagsmesse haben. Da sind Victoria, vielleicht auch der betrunkene Gärtner, der gerade auch ein Bier dabei hat, sonst hält er die Messe nicht durch. Vic und seine Eltern und Mary, wenn er gerade nicht zufälligerweise in der Stadt ist, ne? Ist es schon 7 Uhr? Oh, du erwartest doch noch ein ganz wichtiges Paket. Ja, gleich. Erstmal die Kirche erkunden, dann gehen wir das Paket uns angucken. Ganz entspannt. Wir haben nur noch Zeit. Ist zwar gleich wieder Pause, aber danach geht das Paket los. Jetzt wackeln wir erstmal in die Kirche rein. Mal gucken, ob wir denn rein können. Oder ob hier irgendjemand ist. Da ist einer. Die Kirche ist abgeschlossen. Schade. Aber da ist der Totengräber. Was wichtig ist, geht man erstmal weg. Wir haben noch Zeit, kein Stress. Guten Tag. Haben Sie Zeit für ein kurzes Gespräch? Nein. Warum? Was macht er da mit einer Hacke? Hat man da nicht eine Schaufel? Ich habe es nie eilig. Im Gegensatz zu allen anderen hier. Doc, ich bin an der Geschichte dieser Kirche und dieses Friedhofes interessiert. Ich glaube, Sie sind der richtige Ansprechpartner. Vielleicht. Ich arbeite seit vielen Jahren für Pater Frederick. Ich kenne alle Namen auf den Gräbern. Was wollen Sie wissen? Doc, es ist schön, dich in einem Videospiel mal wieder zu sehen. Ich habe Dragon Age gespielt damals und da ist ja auch dieser erste Obermotzi da, ist einfach halt Doc Heffernan. Es ging gar nicht. Ich konnte es einfach nicht ernst nehmen. Das ist voll die deep Story und dann kommt das Intro und es ist halt Doc Heffernan und ich sehe immer nur diesen dicken Mann und freue mich. Also Doc ist halt so ist mein Spirit Animal so ein bisschen. Also naja, nicht so ganz, aber er begleitet mich schon seit langer Zeit. Und immer wenn ich ihn höre, sehe ich einfach nur Doc.
so bei. Diese Stimme ist für mich komplett verbrannt. Sehe ich immer nur Dark. Genau wie bei Arthur. Arthur ist das gleiche, ich sehe immer Arthur. Egal wo es ist, ich sehe immer Arthur. Kirche von Wormhill, erzähl mal. Sagen Sie, wie alt ist diese Gemeinde? Niemand weiß das Alter genau. Aber Friedhof und Kirche sind viel älter als alles andere hier. Vor langer Zeit hat man hier Ketzer beerdigt. Es heißt, dass es unter dem Friedhof ein Tunnelsystem gibt, ja, wo die Seelen der Unschuldigen umherwandern und nach einem Ausgang suchen. Wissen Sie, in den Jahren hier habe ich eine Menge gesehen, aber kein Tunnelsystem. Zum Beispiel? Tja, es ist lange her. Aber vor einigen Jahren hörte ich etwas wie die Stimme eines Kindes in der Entfernung. Es hat gestöhnt und Verse gesungen. Zuerst dachte ich, es wäre nur Einbildung. Aber dann konnte ich meine Neugierde nicht zähmen. Da bin ich nach draußen gegangen und habe es gesucht. Ich bin der Stimme gefolgt. Aber je näher ich kam, desto leiser wurde die Stimme. Vielleicht war es nur ein Kind, das in der Nähe gespielt hat. Um 2 Uhr früh? Das glaube ich nicht. Außerdem, sehen Sie sich um. Hier sind überall Gräber. Ja, da fahren die Kids doch drauf ab. Aber das ist lange her. Ich habe keine Ahnung, was es war und ich will es auch nicht wissen. Ich weiß nicht mal, warum ich Ihnen das erzählt habe. Haben Sie die Stimme je wieder gehört? Oder etwas Ähnliches? Ich habe Ihnen schon genug gesagt. Erzählen Sie niemanden davon. Ich möchte nicht wie ein alter Narr dastehen. Dark and Carry, Dark. Ich sage nur Dark and Pizza, ist viel besser. Dark and Pizza, Dark and Pizza. Salami, 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 Salami. Auf jeden Fall, die beste Serie. Klar, sag ich dir, wie es ist. Ich habe so ein paar Feelgood-Serien, die ich mir immer reinziehe, wenn ich irgendwie rumdösen muss oder einfach mich wohlfühlen muss. Das ist, wenn ich krank bin, immer Shin-Chan mit der deutschen Synchro, weil die cool ist. Aber noch die ungepiepste, die neuen Shin-Chan-Folgen sind ja alle verpiepst. Die alte, wo er noch alles sagen durfte und so. Und King of Queens. King of Queens ist mein White Noise Gedönse, das kann ich immer anmachen, läuft. Auch wenn ich mittags irgendwie mal kurz ein kleines Powernapping machen muss, King of Queens, 2 Folgen, bupp, hinlegen, hundertprozentig. Meine Lieben, wir machen jetzt aber erstmal wieder 5 Minuten Pause, es hilft mir nichts. Es muss ja sein. Versorgt euch eben mit was zu knabbern, mit was zu trinken, irgendwas, was das Gehirn noch wieder etwas in Wallung bringt, denn wir müssen noch eine Stunde, ne? Und dann sehen wir uns gleich entspannt in 5 Minuten wieder. Ich muss aber vorher noch speichern, weil das ist noch wichtig. Ich habe Angst, wenn ich das gleich rausswitche, um wieder Musik anzumachen, dass das Spiel abstürzt. Wir sind jetzt bei Stream 5. Stream 5. So. Okay. Dann machen wir jetzt eine ganz entspannte 5-Minuten-Pause und sehen uns dann gleich in 5 Minuten wieder. Bis gleich.